Goat Simulator. Waste of Space. Also ich sag, es passt so. Kann so, ich Leute. Ich sehe nichts. Dürftest jetzt gleich, also ihr dürftet jetzt gleich was sehen. Kommt schon was? Ja. Alter, Leute, gerade, Leute, ich werde mich sowas von gruseln. Worauf habe ich mich eingelassen? Seht ihr was oder hört ihr mich noch gut oder sonst was? Allein die Musik schon. Ja klar! Dunkel, normal! Mein Hund ist auch irgendwo hier hinten. Irgendwo zu sehen? Nö. Nee, nicht? Also im Hintergrund gerade nicht so. Gut, also nicht, dann das, perfekt. Was wir jetzt so sehen können. Das Spiel leiser machen, okay. Wenn man das, kann man das? Option? Ist es so Windel besser? An, ich bin bereit, ja. Also ich kann es nicht beurteilen, weil ich darf es ja nicht gucken, weil sonst haben wir die ganze Zeit ein Echo. Hallo Echo, hallo Otto. Ach so, stimmt. Ne? Aber du siehst, nee, du darfst es schon gucken, nur du siehst den... Du ich hörst guck den, ja auch zu. Du hörst den Ton ja bei mir. So mit 2,5 Augen. Okay. Also wie ihr seht, ich bin nicht alleine, Leute. Falls noch mehr dann zu schauen. Kane ist meine seelische Unterstützung beim Reden. Also, babbeln wir nicht lange, spielen wir Outlast 2. Oh, es kackt ja nicht in die Hosen, ey. Und kacken wir uns in die Hosen. Was bin ich, ein Kameramann? Ja, Kameramann? Ich arbeite mit meiner Frau Lynn. Och, Englisch immer. Oh Gott, dieses Übersetzen, Leute, wenn ihr Englisch könnt. Übersetzt es euch selbst. Ich kann gar kein Englisch. Also ich kann schon Englisch, aber so Larifari, also ich verstehe das, aber übersetzen ist scheiße. Okay. Ich scheiß mich echt schon mal ein. Ja, vorsichtshalber, ne, dann ist es nicht so kalt am Arsch. Vor zwei Wochen eine junge Frau was found, okay. Oh mein Gott, was denn? Voll gruselig. Perfekt. 2 weeks ago. A young woman. Und so weiter. Leute, scheiß mir in die Hosen. Muss ich das machen? Ja. Das ist dir jetzt selber eingebrockt. Uiuiuiui. Ja, Mann. Da ist die Brille. Nimm sie dir. Dann siehst du auch wieder ein bisschen was. In Full HD und so. Oh ja, ein bisschen wischen. So sieht alles viel besser aus, ja. Das ist voll scheiße, wenn man den Stream guckt so nebenbei und man hört dich viel früher, als man das Bild sieht. Das ist total krass. Krass, gell? Ja. Oh ja, Kornfeld. Oh ja, Arius, da hast du, Alter, das war, boah, da habe ich damals irgendwann ein Stöpke mal gesehen, was heißt ein Stöpke, ne? Etwas früher, als er freigegeben war und ich habe mir so hart in die Hosen geschissen, hart. Kann ich mir eigentlich die Kamera schon? Nein. Nein, aber ich kann rennen, das ist schon mal gut. Ey Leute, ich zitter, ich weiß,
Ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich habe die Gänsehaut und so. Ach, Gänsehaut, Gänsehaut ist was für Anfänger. Go, Sherry, go, Sherry. Aha, aha. Go, Sherry, go, Sherry. Nächstes Mal könnt ihr es alleine spielen. Hallo? Ja, Mann, tu noch klopfen, ey. Ja, Mann, ja, ja. Ich bin verletzt, helft mir doch. Okay, jetzt geht's nicht. Hört ihr diese Fliegen? Oh ja, oh ja. Aber ich glaube, die Demo ist nur der Anfang, liebe Leute. Die ist nur der Anfang. Ja, die ist nur der Anfang von was Großem. Oh yeah. Ah, guck mal, ich kann mich ducken. Geil. Wie habe ich das gemacht? Ah, okay. Ey, ich sehe gar nichts. Ich sag nur noch, Mama, Schlüssel. Schlüssel! Alter Schwede. Ich weiß noch, wo ich damals, ich glaube, mein allererstes Horrorspiel gespielt habe. Und da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Schon etliche Jahre her. Und ich habe mich zu auf dieses Spiel konzentriert, auf dieses Horrorspiel. Hm. Und plötzlich standen meine beiden Eltern hinter mir. Und haben mir die Hand auf die Schulter gelegt. Alter Schwede, ey. Das war mies, das war so bösartig mies. Boah, ich bin sogar einem voll über die Füße gefahren. mit meinem Rollstuhl. Boah, war das mies. Ich habe das Klopfen nicht gehört und nix, ne? Und ich so, ah, scheiße. Ha? Hm? Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, 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 nein. Oh. Ja, Roddick. Und dann liegt auf einmal so eine Hand, so, wumm. Wow, 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 wow. Oh, Amnesia auf jeden Fall. Das musst du spielen, Sherry. Amnesia, alle drei Teile. Amnesia, okay. Amnesia, Amnesia. 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 Ja, das Halloween, so kein geil. Problem, mach ich gerne. Das ist so geil. Aber Outlast. Da ist Outlast. Ich wollte gerade sagen, ja. Da ist Outlast. Nix dagegen. Oh mein Gott, seht ihr das? Guckt mal da vorne. Das ist ein Tuch nur. Nein, hallo, nicht da. Ja, wo denn da? Ja, guck im Stream dann. Ja, ich gucke ja die ganze Zeit im Stream. Warte, du siehst es gleich. Die anderen sehen es vielleicht. Ach so, der da. Ja. Ja, der ist nix. Nothing. Das sind Pixel. Ja, das sind die Pixels. Das sind die Pixels nur. Kotz. Amnesia ist im Prinzip hat nicht so den krassen Jumpscare, sondern mehr so psychologisch. Das ist mehr so richtig psychomäßig. Und das ist halt irre fies teilweise. Ey, Frischfleisch. Ja, das ist Frischfleisch. Oh nein, Leute. Ohne. Da blinkt was. Mensch, was war denn das für vor. Hier Gammelfleisch. Da kommt das Gammelfleisch her. Von vor ein paar Jahren. Ich hab die Demo zwar mir angeschaut, aber glaubt mir, selber spielen ist immer wieder. Oh ja. Ey, ich sehe gerade gar nichts. Wie zum Teufel mal. Okay. Guck mal, sogar in Full HD, ey. Die Kamera hat ein Upgrade gehabt. Krass. Krass, Alter, gell? Okay. Krass, fette Scheiße, sag ich dir, du. Überall sind Kreuze. Das sollte uns zu denken geben, oder? Mhm. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich will diese Batterie nicht verschwenden. Dann lass sie weg. Aber ich muss die benutzen. Eins ist, was du musst, sterben. Der Rest ist alles freiwillig. Survival! Oh, Jumpscares finde ich manchmal gar nicht so schlecht. Ja. Je nachdem, wie es gemacht ist. Also wenn es halt wirklich zu übertrieben ist, dann, also wenn es zu oft hintereinander kommt, gewöhnst du dich ja irgendwann daran. Ja.
Ja, aber Amnesia hat, glaube ich, ein oder zwei Jumpscares drin. Und, Uiuiuiuiui, fuck you. Die zecken dann doch dann schon ganz schön an den Eingeweiden, wenn sie denn kommen. Aber ich will nicht weitermachen. Gibt's nicht irgendwas anderes, angenehmeres? Oh ja. Alter, lass die Tür zu. Alter, lass die Tür zu. Du könntest dir ja auch The Escapes holen und spielen. Das ist ja auch was Chilliges. Mm. Oh, ist die Tür gerade aufgegangen? Nein. Ich bin unterm Bett. Ihr kriegt mich, aber ich glaube, hier passiert nichts. Sag mal, warum? Ja, Hello Kitty würde ich viel lieber spielen. Alter, das ist ja wohl das übelste Horror-Game ever. Hello Kitty, ey. Ja, Hello Kitty, ey, da bleib mir bloß fern damit. Das ist so übel. Da gucke ich mir lieber Saw an und ich mag ja. Saw nicht. Oh, Saw, das waren eigentlich coole Filme. Boah, nee, ich hasse Also Saw. Nur die ersten drei Teile. Gar nichts davon. Also, Horrorfilme geht so, aber Saw, boah, nee. Genau, Hello Kitty ist der schlimmste Horror, genau. Ich weiß, dass mir jetzt, glaube ich, noch nichts passiert, aber warum krieche ich eigentlich in der Hoffnung, mir passiert nichts? Sherry, du weißt es doch. Ja, ich habe die Demo ja schon angeguckt, aber ich habe trotzdem Angst. Warte mal, Ja. Ich hab Daylight. Sowas von Angst. Dead by Daylight ist cool, ja. Jo, guck ich mir mal bei Le Grunk an. Das ist cool, aber das ist nur für mehrere... Wie, meine Batterie ist schon leer, ich hab die kaum verwendet, ey. Soma ist eigentlich auch ein schönes Horror-Psycho-Spiel eigentlich. Renn, du Schwein, renn. Ich hab gesagt, renn. Stairs. Layers of 4 wäre auch ein schönes Spiel. Amnesia Dark Descent, das ist der erste Teil. Kostet 20 Euro. Nur mal so als Nebeninformation. Wow. Dann Amnesia Memories. Nebeninformation, 30 Euro. Und lecker. Wer kennt es noch? Wer kennt es noch? Penumbra. Ja, dann bin ich jetzt mal im Chat gespannt. Wer kennt das noch? Wer kennt das noch? Hier, Penumbra, wer kennt das? Wer kennt das? Wer kennt das? Also ich bin Roddicks Meinung mit Dead by Daylight. Das kann man eigentlich nur mit Freunden spielen, so alleine ist. Ja, das stimmt. Doof. Aber sonst ist es ein cooles Spiel. Ja. Kuckuck. Knock Knock ist eigentlich auch ein schönes Spiel. Das ist auch so ein Psychospiel. Schön kindlich gehalten alles. Süß. Das andere Penumbra Overture kostet nur 10 Euro. Cool. Oh, ich muss schon sagen, die Leute sind schon ein bisschen krank, die das entwickelt haben. So diese Gedanken hier. Ja. Aber trotzdem cool, muss ich sagen. Trotzdem, ja. Ey, bei Outlast schon dieser Irrsinn, den die da reingesetzt haben. Ja, vor allem Whistleblower da. Whistleblower war ja der krasseste Teil, ey. Alter. Oh mein Gott. Dieser eine Typ da, oh, der auf diese Leichen ge... Ja, du, ja. Auf ne? Diese Leichen, ja. Mhm. Alter, wo ich mir denke, Alter, ist das krank eigentlich, ey. Das ist so krank. Mhm. Jesus Kind hat auch Blutungen. Sehr deutliche. Ach Quatsch, die haben ihre Wohnzimmer so dekoriert. Wie du nur mit... Ja, genau. Genau. Sag mal, sind hier welche? Nein. The Town of Light? Alter, das kommt gleich hier. Da hat ja Pandoria synchronisiert. Amnesia, The Machine for Pigs, auch 20 Euro. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Guck aufs Spiel und nicht in Chat. Outlast 2 kommt 2017 heraus. Was? 2017. Nicht jetzt? Nein. Im Herbst? Nee, kommt 2017 raus. Verfügbar 2017 auf Steam.
What the f... Ey, ich sehe nichts mehr. Kamera, hallo. Wo bin ich? Wo, where I... Ich dachte jetzt dieses Jahr. Was? To look behind, hold left, old. Was? Alt, left? Was? Left, wie? Wer? Wo? Was? Hätte man nicht auf den Chat geachtet. Oh, ich kann... Nein, was? Wie? Was? Mama, ich hab Angst. Ey, wir sind schon alle da, ja? Brunnen? Es fehlt dann nur noch eine Frau, die rauskrabbelt. Oh Gott, hallo. Ja, 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 ist ein Reload. Ich will aber... Dark Descent gab's mal for free? Aha, krass, wusste ich gar nicht. Cool, das hätte ich mir dann gerne geholt for free. Oh, hier gibt es... Aber Memories ist gar nicht so alt. Das ist erst im August 2015 rausgekommen. Und Memories hat bis jetzt noch keiner veröffentlicht. Also gespielt, gesteamt, gestreamt, gespielt und aufgenommen und so weiter. Du weißt schon, was ich meine. Ich sollte mal echt nicht auf den Chat gucken. Guck nach vorne, auf den Bildschirm. Mensch. Der Boogeyman. Oh Gott. Oh, Boogeyman. Oh, ey, da war was. Ja, der Boogeyman wollte ich auch mal spielen. Bloß nicht, Alter. Warum? Ich krieg wieder Tagträume. Ah, oh, Batterie. Ganz wichtig. Hallo, meine Kinder. Wir werden heute ein bisschen... Moment, steht hier was? Frau Lehrerin, ich weiß was, ich weiß was. Was denn? Ja, alle sind doof, außer mir. Ey, okay. Wir haben 6 Zuschauer. 6? Ey, neue Hose. Die hat gar keine an, die hat schon vorgesorgt, die hat sich gleich aufs Klo gesetzt. Ja, hier ist ein Klo, weißt hier, du, so ein bei, zum Plumpsklo. Ja, ja. Zum Plumpsklo. Falls ich Angst habe, wisst ihr, dann mache ich direkt Pipi und dann, ja, ihr wisst. Genau. Ihr wisst schon. Wie bei South Park hier, wo sie WoW gespielt haben. Oh ja. Alter, das war so eklig, ey. Mama! Boah. Also für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, ich weiß nicht, ich sehe, bei mir ist es, hängt gerade, der Stream, also auf meinem Bild. Nö, gerade nicht. Läuft alles gut. Ich habe 6 Zuschauer und... Ich habe eine seelische Unterstützung hier. Arius ist der Letzte, der was geschrieben hat, laut meinem Chat. Ja, den Chat kann ich ja lesen, ganz ohne Probleme. Du sollst nicht den Chat lesen, du sollst das Spiel begeiern. Ja, mach ich doch. Seht ihr doch. Konzentriere dich auf das Spiel. Aber ich habe Angst. Okay, nee, ich habe Angst, Leute. Ja, soll ich den Lulli vorbeibringen? Ja, dann fahr mal. Okay, doch, ich wollte mich doch nicht verstecken. Ja, mach doch nicht so einen Krach, Mann. Okay, ich muss die Kamera an. Hör auf zu reden! Dann warte ich halt ein Geräusch und Plumpsklo. Ja, genau. So. Oh mein Gott, hab ich. Oh mein Gott, 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 ich will zurück. Scheiße, da war was. Oh, Lucius 2 war voll für den Arsch. Ey, Lucius 1 war geil, Lucius 2 war. Ey, wo war der Spind? Der Spend. Ah, der ist sogar offen. Okay, ich muss ihn nicht suchen. Okay. Ja, ja. Alter. Boah, ich hab Gänsehaut. Aber Sherry, es passiert doch noch gar nichts. Noch nicht. Ja, okay. Schule fehlt nur noch, dass Sherry im Schulmädchenkostüm rumläuft. Ja, das mache ich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, fick dich, nein, geh weg. Oh mein Gott, ich sage irgendwelche Ausdrücke, oh, scheiße. Ich will, hallo, renn doch. Renn! Ich hab, oh mein Gott, wohin, wohin, wohin? Ich will hier weg. Ich glaube, du bist so oder so genudelt. Ich werde genudelt. Ich werde genudelt. Platz. Oh mein Gott. Du machst mich nicht auf. Was? Wer macht dich auf? Okay, ich kann raus. Licht an. Licht an, aus, aus, an, aus. Oh Gottes Willen. Scheiße, ey, wo muss ich lang? Ja, mach doch noch so einen Krach. Was sind das für Geräusche?
Ich hab Angst, Leute. Ey, okay, bist du das? Was denn? Dieses scheiß Geräusch. Ich schwör's dir. Nein. Ich hab Angst. Ey, an irgendeine Tür kam doch jemand. Ja. Okay. Alter. Ich glaube, das Klo ist am Stehkragen voll hoch. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, mein Herz. Ja, Hund, mir geht's gut. Ach, geil. Herzinfarkt. Okay, das bist jetzt wirklich du. Ey, hallo? Hallo? Was denn? Irgendwelche Geräusche machst du doch. Oh, ich hab jetzt wirklich... Ich guck dir die ganze Zeit zu, was soll ich denn machen? Okay, keine Ahnung. Wo muss ich hin? Weißt du das noch? Ey, das bist jetzt wirklich du. Ich glaube, du musst einfach durch eine Tür durch. Ach, ich muss hier durch. Ich glaube, du musst wieder durchs Klassenzimmer, glaube ich. Boah, als ich Outlast bei Gronkh zum ersten Mal geguckt habe, ne, da hab ich mich so verjagt, ey. An dieser Stelle. Boah. Oh ja. Sag mal, gab's hier keine Batterie oder was? Oder wo? Oder wann? Oder wie? Oder was? Ey, ich muss wirklich nochmal auf Toilette. Guck mal, da ist ein Spielplatz, ist doch alles schön. Was willst du mehr? Oh Gott. Der hat damit gar nichts. Fuck. Warum hab ich dir ja gesagt? Warum hab ich. Ja, Kind, schreit. Genau wie ich. Jessica. Hä? Schick dir bei Zeiten Baldrian Dreschis. Danke. Glaub, oh, da steht. Ey, da steht Exit. Da steht Exit. Nice. Oh. Ich hab die Demo ja zu. Ja, fuck. Ich kann Karate. Das wisst ihr, ja? Oh, hier steht auch Exit. Schick mir bitte neue Beine, warum das denn? Sag bloß, du bist mit dem Fuß irgendwo gegengeballert gerade. Roddick. Oh mein Gott. Ja, fuck you. Oh mein Gott! Wohin? Was? Ich weiß nicht, wo lang. Wie kann ich rennen? Oh fuck! Oh ey! Boah. Hallo! Ey, wie renne ich hier? Du bist doch eben gerade gerannt. Ja, aber ich muss doch... Oh, scheiße. Hallo? Hallo, ich weiß nicht. Hallo, nein, das geht nicht. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Wie renne ich? Eine Katze. Ey, wie renne ich? Scheiße, fuck. Ich werde so verrecken. Ich glaube, das ist Absicht, dass du verreckst. Ey. Kannst du nicht mit Shift rennen? Nein, ich kann mit Shift nicht rennen. Ich tu auch Leertaste drücken. Oh mein Gott, ich kann Steuerung nicht rennen. Oder, nein! Nein! Oh Gott! Das ist die Katze. Zack von deiner Katze. Weil du dich so erschrocken hast. Ey, oh mein Gott, ich bin erwischt! Ich werde erwischt, oh Gott, ich sterbe. Gleich steht da, thank you for playing. Seht ihr meinen Blick? Ich bin entsetzt. Ja, aber wie kann ich denn rennen? Da stand mal, nicht mehr was. Drück mal Escape und dann in den Steuerung vielleicht mal. Ja, ja, okay, ich hab's. Ich muss die Leertaste gar nicht drücken. Nein! Puh! Fuck, 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 fuck. Leute, ich weiß nicht wohin. I'm back in Corn, babe. Da ist immer was frei. Ey, Mann, ich hab Angst. Nee. Oh Gott. Wo ist der Ausgang? Ja, ey, du kannst rennen, sei sportlich. Du schaffst das, wenn es um Leben und Tod geht. Wenn es um Titten geht, wolltest du sagen, ne? Ja. Ey, ja. Nimm die Batterie. Hallo, Fick. Nimm die Batterie, verdammte Scheiße. Du Arschloch, nimm diese fucking Batterie jetzt. Oh Gott.
Oh Gott, ich bin in der Sackgasse. In der Sackgasse. Ey, wo muss ich lang? Hier bin ich falsch. Oh, oh, oh. Gehen wir hier rein? Können wir hier rein? Oh mein Gott! Da ist jemand! Geh weg! Fuck! Hat das nicht Udo Jürgens gesungen, ein Bett im Kornfeld? Oder war das Jürgen Drews? Das ist auch scheißegal. Ich werd schon wieder erwischt. Ich glaube, ich höre auf. Ihr wisst ja, dass das Ende jetzt da ist. Leute. Das Ende ist da, das Ende da. Sag mal, habe ich keine unendliche Ausdauer. Ach, fuck. Kann ich wissen, oh mein Gott. Ja, hier bin ich. Hier bin ich daheim. Nennt man das denn? Wohin? Naja, sie hatte nicht ihre Tage. Also von dem her. Fuck. Wo muss ich lang, Leute? Ja, genau, Bloody Sherry mir auch drauf. Fuck! Ich komm nicht weiter! Ja, da! Gott! Ich werde sterben! Ey, Alter! Oh mein Gott! Gleich sind die Eier ab! Ey, wir haben's durch! Puh, ich hab's mit euch geschafft. Oh mein Gott. Krass fett zwischen die Beine. Alter. Tja, das war Outlast. Outlast 2 mit lustigen Akzent. Akzent? Nein, lustigen Kommentaren. Kommentaren. Ey, dafür brauche ich jetzt einen Orangensaft. Was ging denn im Chat so ab? Nur, dass man gerade darüber überlegt, ob man dich, wenn du zerhackstückt wirst, ob man dich dann mixen kann. Ein Sherry-Cocktail, eine Bloody Sherry, ein Sherry-Cocktail oder eine Bloody Mary. Oh Gott. Ja, so ungefähr. Alter, nie wieder. Ich glaube, Outlast 2 werde ich doch nicht spielen. Hust. Oh Gott, Leute. Danke, Roddick. Und danke, dass ihr mich alle in den Mixer werfen wolltet, irgendwie. Oder so. Puh. Leute, wir haben dich halt zum Fressen gern. Mhm. Puh. Das soll kein Aufruf an Kannibalismus sein, ne? Alter. Ich weiß, dass ich alt bin. Musst du mir nicht jedes Mal vorwerfen. Ich hätte eigentlich auch mit den Batterien da, Meinst du, hättest sie bewerfen können oder was? Dann wären sie tot umgefallen. Hätte ja klappen können. Oder wäre ich eine Frau? Hier, meine Möpse! Nein, Spaß. Lass mich am Leben. Nein. Nee, Spaß, das soll. Möpse, lass mich am Leben. Ja, warum nicht? Vielleicht haben sie Rücksicht, man weiß ja nicht. Ich würde sagen, einmal anfassen, das macht dann so 20 Schritte für mich. Ja. Ihr dürft einmal anfassen und dann darf ich 20 Schritte gehen und so weiter. Und dann, wenn ihr mich wieder erwischt habt, könnt ihr wieder und wieder und wieder und dann und so weiter. Nein. Ich glaube, ich hätte da in real life abgekackt, wenn das echt wäre. Ja. Definitiv. Stimmt, Roddick, bei der letzten hätte ich das Argument nicht bringen können, eine Frau zu. Also, ja, weil ich. Ja, vielleicht ist sie ja lesbisch. Ja, stimmt. Vielleicht ist sie lesbisch. Ja, man weiß es ja nicht, ne? Vielleicht ist es ja auch ein Transgender gewesen. Kann auch sein, man weiß es nicht. Also, das ist. Alter, das muss ich mir auf der Aufnahme nochmal anschauen, wie ich da meine Blicke und so. Ja, da bin ich auf jeden Fall drauf. Hast du es nicht gesehen? Doch. Ich habe mich halt überwiegend auf das Spiel konzentriert. Ich habe deine Blicke immer nur so. Alter, ja, was du auch spielen könntest, ist Betraya. Das ist auch ein richtig geiles Spiel. Ach, ich werde mir noch ein paar Horrorfilme überlegen und dann mal. Spielen. Am 31. Oktober werde ich auf jeden Fall Horrorspiele spielen.
Oh ja, aber nicht wenn Gronkh und Pandoria streamen, ne? Dann gucke ich eher Gronkh und Pandoria. Das ist so viel versiegel ich dir jetzt schon. Dann gucke ich selber. Sehr gut. Also, das ist ja wirklich. Nee, aber ich werde dann auf jeden Fall spielen. Ob es dann mittags ist oder sonst was, mal gucken. Mal sehen. Ja, genau. What? Kane hätte sich opfern müssen für mich. Hast du was? Das gehört? Ja. Wann hätte ich mich opfern müssen? Ja. Weiß ich nicht. Eben. Ich auch nicht. Wann bei Outlast. Was? Vor allen Dingen wann? Wie? Und weiß wo? Ich nicht. Vielleicht hättest du dich ja gefunden da. Weißt du, du wärst mal kurz reingekommen und ey, ich opfer mich. Hier bin ich. Lass sie am Leben. Nehmt sie, aber lass mich am Leben. Hey, überleben, ne? Oh Mann. Oh Gott, oh Gott. So, wir haben. Alter, wir haben 0 Uhr bald, ey. Oh ja. Du hast gesagt, komm, wir spielen mal 2 Stunden. Ja? Aus den 2 Stunden wurden 4 Stunden oder so? Hallo Wolfsparkrun. Hey Wolfsparkrun, was geht ab, Alter? Salut. Salut. Nur leider sind wir mit der Demo fertig. Spielst du es nochmal? What? Alter. Oh, jetzt kennst du es doch, Mann. Jetzt ja, kannst du ja blind durchrennen. Ja. Ich kenne Outlast 1 auch blind, ja, weil ich es mir bei Kronk 1000 mal angeschaut habe. Du kennst es auch blind, weil du den Controller in der Hand nimmst und die Augen zumachst und losgehst. Ja, so ungefähr. Ach, ja. So ungefähr sagt man das. Also ich denke mal, wenn wir Creative streamen, werde ich auch streamen, dass man sich dann quasi 2 oder 3 Versionen angucken kann. Am Ende bei der Demo, das war echt eine hodenlose Frechheit. Ja, genau. Das war, ja, Arius, da hast du recht. Alter, das muss auch wirklich schmerzhaft sein, Alter. Aber wie ein bisschen die Nüsse weh, ey. Aber wie geht es dann weiter? Wenn dem doch da, du weißt schon, dass da so. Wenn ihnen die Hoden und der Penis fehlen? Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, wie es weitergeht. Er verblutet doch und dann stirbt er doch. Oder nicht? Ja, ey, weißt du, die Frau erinnert mich, weil sie ihm ja die Hoden da so schön weggerissen hat, an den Typen von The Whistleblower, der die ganze Zeit eine Frau sucht und die Männer zu einer Frau machen will. Stimmt. Die sind verwandt, ey, jetzt wissen wir's. Der ist doch irgendwie entkommen, hat eine Frau gezeugt und die ist jetzt genauso drauf. Oh mein Gott. Ja, könnte sein. Möglich wär's. Theorien über Theorien. Nimm mal, wenn du eine Axt im Gesicht hast, ja, das stimmt. Oh Gott, ich, also im Real Life. Ich hoffe, es gibt nie so Leute, die so denken. Boah, hoffentlich nicht, ey. Boah, stell dir doch mal vor, wenn es so kranke Leute irgendwo draußen gibt, auf irgendeiner Insel und die nehmen dich mit oder irgendwie sowas. Ey, 100 pro gibt es bestimmt irgendwo solche kranken Menschen, 100 pro. Was sagt ihr? Was? Ich glaub, guck dir mal den IS an, die sind doch schon so doof. Oh Gott, jetzt reden wir nicht über den IS und so. Na, um Gottes Willen. Können mich mal am Arsch lecken, ey. Sie können mich mal am Arsch lecken. Dann können wir mal am Arsch lecken, gell? Ja, you're fine. Ich glaub, wenn dir das passiert, dann merkst du es nicht mehr. Nee. Ich glaub auch, dass es aber vor Adrenalin oder sowas, gell, oder... Ja, weil du bist ja auf der Flucht und dann haut dir da irgendwer was rein. Es ist ja genauso, wenn du wegrennst und Schuss in die Schulter kriegst oder so. Ja, das ist genauso. Ne, du merkst den Einschuss, du hast kurz Schmerzen, aber du rennst weiter. Du ignorierst in diesem Moment den Schmerz. Also der Adrenalin pumpt im Prinzip so derbe, dass es im Prinzip den Schmerz wegdrückt. Ist quasi wie so ein Betäubungsmittel. Ja, aber schon krass. Betäubungsmittel. Aber schon krass, dass man, also dass sowas ist. So, also, dass es sowas gibt am Körper und so. Ja, was der menschliche Körper doch alles fähig ist, ne? Mhm. Deswegen heißt es ja auch, dass der Mensch oder der Mann oder die Frau, das Lebewesen, auf 2 Beinen, unvorstellbare Kräfte entwickeln kann, wenn es in Gefahr ist oder wenn es jemanden retten will, den es liebt. Den er, sie, es liebt. Ne? Ja, das ist schon. Ist ja so. Das ist schon... Was? Ach, ich würde am
mal behaupten, wer sowas programmiert, würde sowas auch abziehen. Boah, ich weiß nicht. Es heißt ja immer, Programmierer, die solche Spiele erstellen, haben selber immer irgendwie was zu verarbeiten. Kann sein, ja. Der Erfinder von Super Mario, ne, dass der da die ganze Zeit durch diese Rohre springt und sowas, ne? Das hat wohl auch dieser Entwickler hat auch wohl eine etwas böse Hintergrundgeschichte. Wohl angeblich. Das, also so ein paar Sachen. Schon mies eigentlich. Echt? Bei Outlast hatte ich das Gefühl, bei den Wrong Turn Film zu sein. Wrong Turn habe ich nie geguckt. Nicht? Nee. Krass. Das war ja Hammer. Dafür habe ich mir die Freddy-Teile angeguckt. Freddy vs. Jason und Hello Man. Halloween Man. Hello Man. Irgendwie so. So, jetzt höre ich noch ein bisschen. Dass er wohl früher mal sexuell missbraucht wurde. Was denn? Wer denn? Der Erfinder von Super Mario World. Mit den Rohren. Habe ich zumindest gehört. Also das ist jetzt kein Fakt, sondern das ist das, was ich mal mitbekommen habe. Irgendeinem Stream wurde das mal, glaube ich, gesagt oder so. Ist ja auch scheißegal. Ich meine, dann müssten die Leute von Outlast ganz schön was an der Waffel haben. Nein, ich spiele jetzt nicht Outlast 1. Ich habe jetzt nur mal... Ich glaube, ich würde mir noch mehr ins Hemd scheißen. In die Hose. Komm, die ersten paar Minuten kann sie ja wohl spielen, bis es nach unten in den Keller geht. Das kann es ja wohl noch bringen. Was? Wollen wir nicht irgendwas Freundliches spielen mit Blümchen und Schmetterlingen und wie sie sich lieben und Bienchen, Alter, und so? Sollen wir alle uns in die Hosen scheißen? Ist ja eklig, sowas. Wie erzählst du das deinen Kindern später? Weiß ich nicht. Also, da kommt ein Irre, genau, in die andere rein und genau, und dann kommen die Kinder durch die Axt und so. Genau. Alter, das musst du mal echt dem Kind beibringen, ey. In der Schule wird es bestimmt die ganze Zeit doof angeguckt. Okay, was Freundliches, gucken wir mal. Guck dir Sherrys Gesicht an, da hast du was Freundliches. Naja, so freundlich bin ich auch nicht. Jetzt wollte ich nicht gucken, so, ey. Ich habe so viele Spiele dann doch wieder nicht. Wollt ihr sehen, wie ich bei Call of Duty Black Ops abkacke? Als ob. Ich werde ja direkt abkacken. Ich bin auch etwas Freundliches, ha? Hast du nicht noch was anderes? Smoothiges? Was denn? Was Smoothiges? Ich hab Creativerse. Ich hab Among the Sleep. Ich hab 7 Days to Die, Borderlands 2, Battlefield Bad Company 2, Black Ops, The Elder Scrolls Online. Among the Sleep? Ja. Ach, das war das mit dem Baby, ne? Ja, das war voll süß. Aber ich hab nur den Anfang gespielt, dann ist mein Spiel abgestürzt und dann, ja. Nein! Boah, sehe ich blass aus, ey, vor Schock. Ja, wenn man Zeit hat, dass du wieder Farbe kriegst, ne? Oh ja. Was habe ich noch? Mad Max. Aber das ist ein bisschen brutal, glaube ich. Ja, wir wollen ja jetzt noch was Chilliges machen. Was Chilliges? Was denn? Sherlock Holmes, wollt ihr mit mir rätseln? Klingt gar nicht mal so. Also ich werde auch nicht mehr lange online bleiben. Also ich glaube, ich beende den Stream auch. So langsam. Bei Sherlock Holmes könnte man fast miträtseln, ja. Hättet ihr Lust? Naja, beim nächsten Stream mal. Roddick haut schon ab. Roddick, bleib noch! Okay. Ne, beim nächsten Mal kann ich ja Dings machen. Sherlock Holmes und wir rätseln zusammen ein bisschen. Ja, kannst ja morgen machen. Oder? Kann man mal zusammen machen. Ein bisschen kann man zusammen. Mal machen, kann man mal machen, ja, kann man mal machen. Okay, dann. 10 Minuten.
Oh, bei mir steht 9 auf, 9 Besucher, neu. Cool. Hast du auch Follower? Follower habe ich leider nur 6. Reicht doch erstmal. Aber es reicht. Wenn's okay, Roddick, danke fürs Zusehen. Hat mich echt gefreut, dass du dabei warst. Jo, Roddick. Achso, ich soll in die Kamera rein, schauen. Ne? Wir sehen uns. Also, wenn wir zusammen spielen, kannst gerne also Bescheid sagen. Genau. Wenn wir zusammen spielen sollen. Wir so. Entweder Creativerse oder Borderlands 2 oder was anderes. Also, ich werde mal gucken, dass ich Borderlands 2, also die Borderlands-Trilogie, mal irgendwie bekomme. Weil ich wäre dabei. Ich jetzt jeden Fall mal JT und dann lasse ich. Und dann können wir ja mal gucken, ob ich eventuell, ob wir das auf meiner Welt spielen oder ob wir in Sherrys Welt einfach neu anfangen. Komplett zusammen. Roddick, wenn du magst, kannst du mich auch auf Steam adden oder so. Addon. Adden. Addon. Ich heiße da ja genauso. Wie hier. Voll unkreativ. Voll der Spoiler. Aber jetzt bitte keine mehreren Anfragen hier. Also hast du so ein bisschen Gronkh, denn mit was weiß ich, wie viel, 10.000 Nachrichten. Tschüss. 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 Hau rein, ne? Lass die Nüsse klappern. So. Du. Ja, dann Arius, danke, dass du auch dabei warst. Am Anfang wusste ich nicht, wer du bist. Wer ist denn jetzt Arius? Klär mich doch mal auf. Ein Freund, mit dem haben wir damals sehr, sehr viel gezockt. Auch durchs Zocken kennengelernt, weißt du, so. Das war mir klar, dass ihr euch durchs Zocken kennengelernt habt. Ich meine, Plüsch, Glücksbärchi, ne? Ja. Was war denn das, Fiesta damals? Nein, sowas wie Battlefield und COD und so, Modern Warfare. Oh Gott, Alter, ey. Call of Duty und dann so die Glücksbärchis, der Clan, die Glücksbärchis. Ja, warum nicht? Oh, geil, Alter, ey. Ich glaube, ihr habt deswegen nur gewonnen, weil ich die ganze Zeit über den Namen totgelacht habe. Ey, aber... Ja, so kommt das also raus. Ja, aber die Bilder, die Clan-Bilder, die waren echt gut. Ich hatte zumindest ein Glücksbärchi-Bild drauf. Auf meinem Clan-Emblem. Ich möchte ein Glücksbärchi sein. Darauf habe ich so richtig Lust wieder. Oh, weißt du, was richtig geil wäre? Was du spielen könntest? Call of Cthulhu. Das musst du mir dann nochmal aufschreiben. Call of Cthulhu. Schreib es mir dann einfach auf. Ja, mach ich. Okay, dann würde ich sagen, an der Stelle, wir haben jetzt 0 Uhr 3, also auf meiner Uhr. 0 Uhr 5 auf meiner Uhr. Und wie spät ist es jetzt bei euch? Was habe ich jetzt? Ich habe es gerade nicht verstanden, Roddick. Hast du jemand in der, was? Freundesliste, ne, was? Der gerade Gott Aether zockt? Gott Aether? Kenne ich gerade nicht. Kenne das Spiel noch nicht mal. Nee, ich kenne das Spiel auch nicht. Muss ich mal auf Steam gucken. G-O-D E, aha, da. Gott, Isas 2, Rage. Ah, nee, das kenne ich nicht. Ich glaube, das hat auch niemand von meiner Freundesliste. Nee. Ja, ich hab's zumindest nicht. Ja, er hat einen Sensenmann gehabt. Sensenmann? Ach so, Dings. Ja. Wie heißt denn du auf Steam? Genauso wie dein Anfangsdingsname, oder? Dann Leorik. Warte. Ich such dich mal, vielleicht finde ich dich. Ich glaube, ich habe dich gefunden. Glauben ist nicht wissen. Glauben kannst du in einer Moschee jetzt oder in der Kirche. Yeah. Peace, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, Arius, was du für ein Emblem hattest. Aber es war auch ein lustiges Emblem. Aber der Chris hatte am Anfang irgendwas mit einem Löwen und dann... Kein Problem, Roddick. Freut mich, dann können wir auch so schreiben. Oh, ich weiß gar nicht... Also morgen werde ich dann wahrscheinlich Sherlock Holmes streamen.
Und dann könnt ihr mit mir rätseln. Wenn denn welche da sind. Wenn welche da sind. Also wenn ihr auch dabei seid, dann können wir zusammen rätseln, wisst ihr? Weil manche Rätsel sind schon doof. Aber. So hat das Sherlock Holmes früher gemacht. Ja. Das war kein Genie, der hat einfach andere rätseln lassen. So ungefähr. Ich lasse alle für mich. Ich lasse euch rätseln und Du tust denn so, als ob. Ja, ja. Und ich tue als ob, ja. So dass ich der Ciao, Schlaumeier Roddy. Bin. Bis denn. Tschüss. Tschüss, Roddick. Gute Nacht. Wir gehen jetzt auch langsamer schlafen, glaube ich. Wir haben schon 5 nach, also bei mir auf meiner Uhr. Und so. Okay, dann beende ich das Gute jetzt mal. Bis denn. Auch von mir einen schönen Abend noch, eine schöne Nacht. Hat mich gefreut, dass ihr alle mit dabei wart und dann auch noch so lange mit dabei wart. Also ich habe mich wirklich gefreut. Und nächstes Mal gibt's Cookies. Lasst euch nicht beißen. Ich kann kein Zombie, aber das lernen wir noch. Ey, du warst es wirklich in Outlast 2. Erzähl mir doch keinen Mist. Klar war ich das, Mensch. Habe ich dir doch vorher schon gesagt. Ja, also. Also dann. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Schön. Ciao. Au revoir.